Hey Leute, was geht? Hier ist Wiki Gags und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Call of Duty Ghost. In meinem heutigen Video habe ich ein paar Informationen für euch über die 9-Bang-Granate. Die stammen von der offiziellen Call of Duty Website, also die sollten stimmen. Zumindest sind die bisher so geplant. Also es kann immer noch sein, Call of Duty Ghost ist ja immer noch in der Beta, deshalb kann es immer noch sein, dass die irgendwas ändern, aber eigentlich denke ich das jetzt nicht. Also die 9-Bang-Granate ist eine neue taktische Granate, die in Call of Duty Ghost eingeführt werden wird. Und das Besondere an ihr ist, dass ihren Effekt verändert, je länger man sie in der Hand hält. Also wenn man die quasi direkt wirft, dann ist sie schwächer, als wenn man sie eine Weile in der Hand hält und erst dann wirft. Die 9-Bang-Granate hat wahrscheinlich 4 unterschiedliche Explosionsstufen. Ich vermute zumindest, dass sie 4 Explosionsstufen hat, weil man im Trailer kurz gesehen hat, wie einer die wirft. Und da war das Fadenkreuz quasi so ein geviertelter Kreis, also ein Kreis, der aus 4 Stücken bestand. Und deshalb denke ich, dass jedes Stück eine Explosionsstufe ist, aber es kann natürlich auch sein, dass es mehr oder weniger sein würden. Aber das ist ja jetzt auch nicht besonders wichtig, wie viele Explosionsstufen das sind, weil erstmal ist es interessant zu wissen, dass es überhaupt unterschiedliche Explosionsstufen gibt. Also wenn man sie direkt wirft, also ohne die irgendwie aufzuladen, dann hat sie den Effekt, dass die Gegner etwas blendet und etwas stunt, also wie eine normale Handgranate. Wenn man sie allerdings eine Weile hält, also das sind glaube ich ein paar Sekunden, bis man zur letzten Stufe kommt, dann hat sie eine Stufe, die sich EMP nennt und dann hat sie neben diesem Blenden und Stunnen auch noch den Effekt, dass sie den Spieler EMPt, also dass dessen Fadenkreuz weg ist und die Minimap und so. Und das wirkt natürlich auch auf feindliche Ausrüstung. Allerdings ist das nicht so stark wie eine normale EMP-Granate, also diese EMP-Granate zerstört die Ausrüstung nicht. Die macht die nur für eine Weile unbrauchbar, also die stunt die quasi auch und wie lange die Ausrüstung dann gestunt ist, das weiß ich leider auch noch nicht, aber ich denke, das werden so, keine Ahnung, nur so 10 Sekunden sein und ja, in diesen 10 Sekunden kann man dann am besten an einem Geschütz oder sowas vorbeilaufen oder das dann auch zerstören, also es kann einem schon ziemlich helfen. Außerdem wurde von Infinity Ward gesagt, dass sie hoffen, dass die 9-Bang-Granate taktischer genutzt wird. Also bisher war es ja meistens so, dass man so Handgranaten einfach planlos über die Map wirft und vor allen Dingen EMP-Granaten, die man einfach wirft und die kommt man ja noch ziemlich schnell werfen. Also dann haben die Leute die einfach über die Maps gespammt und die ganze Zeit EMP-Granaten geworfen. Aber diese 9-Bang-Granate soll halt taktischer genutzt werden, wenn man sie halt auch länger aufladen muss und so. Und ja, da soll man mehr drüber nachdenken, was man jetzt mit der macht und wo man die hinwirft. Außerdem ist noch ziemlich interessant, was gegen die 9-Bang-Granate helfen kann, also wie ihr die quasi, wenn ein Gegner die hat, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Und da hilft als erstes das Perk Tech Resistance, das habe ich ja schon mal im Perk-Video erklärt. Und dieses Perk hilft gegen den Blitz, also dann werdet ihr weniger stark geblendet und ihr werdet auch weniger stark gelähmt. Und es hilft euch auch noch gegen den EMP-Effekt und ich denke auch, dass es komplett hilft, also man konnte es nicht direkt erkennen im Artikel, aber ja, ich weiß nicht, wie man den EMP-Effekt verschwächen kann und deshalb denke ich, dass es euch wirklich komplett hilft, also dass ihr gar nicht mehr geEMPt werdet. Außerdem wurde noch von Infinity Ward gesagt, dass Tech Resistance auf jeden Fall zu empfehlen ist, wenn man 9-Bang-Granaten selber ausgerüstet hat, weil sie einem auch sonst selber schaden können, was ich auch ziemlich gut finde, weil in Black Ops 2 zum Beispiel war es jetzt so mit den EMP-Granaten, dann hat man die einfach geworfen und man selber war nur ein paar Sekunden geEMPt und die Gegner 30 Sekunden oder so. Und die 9-Bang-Granate wird auf euch denselben Effekt haben wie auf die Gegner und da ein EMP auch durch Wände gehen kann, könntet ihr auch von der 9-Bang-Granate getroffen werden. Und ja, deshalb ist es auf jeden Fall sehr wichtig oder zumindest zu empfehlen, dass ihr Tech Resistance ausgerüstet habt, wenn ihr die 9-Bang-Granate dabei habt. Außerdem hilft noch gegen die 9-Bang-Granate das Trophy-System, also es wird auch ein Trophy-System in Call of Duty Ghosts geben. Und das Trophy-System kann einfach bis zu 2 Ausrüstungsgegenstände zerstören. Und ja, es kann auf jeden Fall auch folgenannte 9-Bang-Granaten zerstören, also es wurde extra erwähnt. Also ja, das Trophy-System kann euch auch helfen. Als letztes kann euch noch eine Killstreak helfen, und zwar die Night Owl, also die Nachteule übersetzt. Und das ist eine unterstützende Drohne, die immer hinter euch herfliegt. Die hat man auch schon im Trailer gesehen und da war sie mir auch aufgefallen, weil ich finde, dass die ziemlich hässlich aussieht. Irgendwie so ein komischer Drahtball, der immer mit euch rumfliegt. Aber ist auf jeden Fall die Beschreibung, also hat so ein bisschen beschrieben, was die so macht. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, obwohl sie so hässlich aussieht. Und ja, also die Night Owl ist eine unterstützende Drohne, wie ich schon gesagt habe. Und da sie euch unterstützt, ist sie auch in der Support-Klasse enthalten, was ich auch finde, wo sie reingehört. Und es supportet ja auch euer Team. Ihr braucht, um die zu erreichen, 10 Support-Kills ohne Hardliner und 9 mit Hardliner. Und ja, das heißt, dass ihr einfach 10 Leute killen müsst, ihr könnt dadurch stammen, wie ihr wollt, also es ist genau wie in MW3 so und deshalb denke ich auch, dass es möglich ist, hier zu erreichen. Und ja, was macht die Night Owl? Also die zerstört einfach feindliche Ausrüstung und ja, somit auch die 9-Bang, also die fliegt quasi vor euch her oder hinter euch her und zerstört die Ausrüstung. Also eigentlich auch wirklich ziemlich praktisch und ich finde es auch ziemlich gut, dass die so eine Streak mal eingebaut haben, weil es ist wieder was komplett Neues, was wir bisher noch nicht in Call of Duty hatten. Ja, es ist auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein Frei für alle, wenn die Leute wieder alle mit ihren Claymores campen oder so, ist die Night Owl auf jeden Fall gut zu gebrauchen. Was auch noch interessant ist, dass ihr die Night Owl nicht mit einer Stinger oder irgendwas Explosivem zerstören könnt, weil sie halt Explosionen zerstört.
Und ihr müsst sie mit einer Waffe zerstören, die Kugeln schießt. Also nichts Explosives. Und das finde ich auch ziemlich lustig, weil sowas gab es, glaube ich, auch noch nicht in Call of Duty, dass ihr eine Killstreak mit Kugeln zerstören musstet und nichts Explosives da benutzen könntet. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, damit ist das Video vorbei. Schreibt mir bitte mal, was ihr von der Ninebang haltet, ob ihr glaubt, dass die stark ist. Ich denke schon, dass die ziemlich stark sein muss, weil die paar Sekunden kann man warten und dann hat man auch noch ein EMP. Und einen ziemlich starken Stun-Effekt. Also ich denke, dass es eine ziemlich starke Granate sein wird. Aber sie wird auch, glaube ich, nicht overpowered sein. Also nicht wie die EMP-Granaten zum Beispiel in Black Ops 2. Die waren ja übelst gut, weil man die auch einfach so schnell werfen konnte. Das war einfach Wahnsinn. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und das war's für heute. Haut rein, Leute.